So, dann geben wir Pierre mal seinen Schatz wieder. Haben Sie, hat alles geklappt? Es ist ziemlich ruhig hier. Schreien Sie nicht so. Lassen Sie Ihre Spielchen. Sie hatten recht. Der Club wird überwacht. Es wimmelt dort von Scharfschützen. Das Monster war übrigens nicht da. Sie haben es! Ha! Einen Moment. Wo finde ich Bouchard? Bouchard, ja, Sie werden mich doch jetzt nicht enttäuschen. Oder wollen Sie, dass ich ernsthaft böse werde? Nein, nur, es hat schon jemand nach ihm gefragt. Gleich nachdem Sie weg waren. Gefragt nach Bouchard? Ja, der Kunde, der in der Ecke Zeitung gelesen hat. Ich konnte ihm natürlich nichts sagen. Aber vielleicht hat er uns belauscht. Sie sprechen ziemlich laut. Es ist schwierig, nicht zuzuhören. Okay. Ganz ruhig. Sind wir im Geschäft? Nur wenn Sie sich benehmen. Okay. Bouchard versteckt sich. Ich kenne jemanden, der sie zu ihm bringen kann. Und? Können Sie diesem jemand vertrauen? Einigermaßen. Sie heißt Francine. Sie ist meine Ex. Wie beruhigend. Hier ist ihre Adresse und der Code für das Tor. Und sie führt mich zu Bouchard? Sind Sie sicher? Oh, absolut sicher. Sie kennt einen geheimen Weg zu seinem Grundstück. Geheim? Sie meinen vermutlich gefährlich. In Paris ist nichts ungefährlich. Aber nur auf diesem Weg kommen Sie zu ihm. Darf ich? Alles klar. Sie erwartet Sie. Ich hoffe, dass alles klappt, Pierre. Sonst muss ich wiederkommen, um ein Problem aus dem Weg zu schaffen. Also, wenn ich mir den Kerl so anschaue, dann wundert mich nicht, dass er eine Extra. Nein. Boah, aber wenn Lara schon so Shots feiert hier, dann muss ich mitmachen. Sowas wie, es ist schwierig, nicht zuzuhören, zum Beispiel, finde ich viel zu lustig. Ja, wir haben jetzt so einen Zettel bekommen. Den haben wir hier im Inventar. Das sagt Francine 17 Rue Dominique, Torcode 15328. Wofür wir den brauchen? Nun für ein Tor komme ich gleich dazu. Ich habe gesehen, das Tagebuch hat einen Eintrag bekommen. Gut, für den Code natürlich. Sonst noch was? Ja, das haben wir schon gemacht mit der Kiste. Ich blätter schon in. Also, komisch. Irgendwie war da jetzt nichts Neues, wenn ich nach links geblättert habe. Ich fürchte, mit uns beiden wird das nichts. Was meinen Sie, Pierre? Hier sind nur zahlende Kunden willkommen. Da ist die Tür. Hä? Ich habe ihn jetzt nochmal angesprochen. Aber Moment mal, den Satz hat er uns doch gegeben, als wir einfach so mal kamen, als wir schon den Auftrag von Bernard angenommen haben. Also scheinbar denkt das Spiel jetzt, wir hätten einen Auftrag nicht von ihm angenommen. Apropos, man kann die Kiste noch wem anders außer Pierre geben. Und nein, ich meine nicht Bernard. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal zeige ich euch, wofür der Torcode gut ist. Den kann man hier eingeben. Das war, ich glaube, 15328, ne? Und der Witz ist, den kann man sofort eingeben, wenn man dieses Level betritt. Ihr müsst nicht erst ins Serpent Rouge oder sonst was machen. Ihr könnt wirklich direkt da, wo wir in Part 5 waren, als wir hier in diesem Gebiet angekommen sind, ihr könnt direkt hier hinrennen, diesen Code eingeben und dann durch diese Türe gehen. Gar kein Problem. Machen wir aber jetzt erstmal nicht. Hier durchgehen. Wir machen erst noch was anderes. Und dafür muss ich mal eben einen Speicherstand laden. Ich habe hier, bevor ich die Kiste Pierre gegeben habe, gequicksaved. Und wie gesagt, man kann sie noch wem anders geben. Nämlich Bouchards neuem Türsteher. Denn Bernard ist Bouchards alter Türsteher. Aber der Typ ist ja mittlerweile ersetzt worden und hat einen Nachfolger, und zwar den Kerl hier. Gut, bevor ich ihn anspreche, wir haben 960 Euro. Wir brauchen 800 Euro hierfür. Ist Bouchard hier? Haben Sie die 800 Euro? Cash? Ja, ich habe das Geld. 800 Euro und die Kiste. Wollen Sie sich zur Ruhe setzen? Das ist der Preis. Sie sind Geschäftsmann, was? Reichen Sie es durch. Aber nicht doch. Öffnen Sie erst das Tor. Gehen Sie einfach nach hinten.
Ja, und damit wären wir tatsächlich am Friedhof von St. Alkar, wo wir letztendlich auch hinwollen, aber noch nicht jetzt. Das ist einer der Wege, wie man hier reinkommt. Man kann ihm die Kiste auch geben, wenn man den Auftrag mit dem Sam von Rouge von Bernard angenommen hat. Übrigens, St. Alkar, habe ich auch mal in der Zwischenzeit gegoogelt, ist kein echter Stadtteil von Paris. Hat mich interessiert, ist nicht so der Fall. Gut, laden wir nochmal neu. Denn eigentlich brauche ich nicht diesen Speicherstand hier neu laden, aber ich habe es jetzt trotzdem mal getan. Denn wir geben die Kiste keinen von beiden. Wir geben sie theoretisch Bernard. Allerdings können wir das jetzt nicht mehr. Ich gehe mal kurz hin und schaue, was passiert, aber wir können das nicht mehr. Was ich allerdings vorhabe ist, wir werden letztendlich doch die Bernard-Route offiziell nehmen, dann aber den Code von oder für Francine nutzen, um dort durch die Türe zu laufen. Also den Code von Pierre, um zu Francine zu kommen, weil man dort, ich glaube, zwei Items mehr bekommt. Außerdem sehen wir dort Francine. Das heißt, ich werde letztendlich die Pierre-Route nehmen, aber den Club auf der Bernard-Route durchgespielt haben. Der Grund, warum ich den Club jetzt dann nochmal off-cam spielen werde, mit dem Auftrag angenommen von Bernard, ist, weil wir dort einen Power-Up mehr bekommen und ich auf Nummer sicher gehen will, dass Tomb Raider Angel of Darkness nicht irgendwann kommt und meint, ey, du hättest da einen Power-Up mehr gebraucht, um da weiterzukommen. Dem Spiel traue ich nämlich alles zu. Übrigens, diese Karten, die hängen überall in der Stadt, die kann man angucken. Habe ich noch gar nicht gezeigt, aber wenn hier schon eine hängt, dann zeige ich euch das. So, und jetzt sprechen wir ihn noch an. Doch, ich habe die Kiste. Ich kann sie ihm jetzt geben. Verschwinde, ich bin beschäftigt. Er will sie nicht. Gut, dachte ich mir. Dann werden wir mal eben die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Und glaub mir, gleich willst du diese Kiste. Und wenn ich schon mal den Weg nochmal ablaufen muss hier im Serpent Rouge, dann will ich auch noch die vergessenen Items nachholen. Die zwei Schränke hier in der Garage, wo man direkt über Bernards Route reinkommt, da an der Hebebühne, habe ich ja vergessen auszuräumen. Ich hatte es eingeblendet in der Folge, aber jetzt habe ich auch die Möglichkeit, das nachzuholen. Übrigens, die Schrotflinte, die wir da gerade bekommen haben, ist keine Waffe. Das ist tatsächlich ein Rätselgegenstand, wie es vom Spiel genannt wird. Und es handelt sich hierbei um ein altes Feuersteingewehr. Außerdem ganz sehenswert, wie ich finde, ist diese Türe hier, wo wir über Pierres Route ja rausgekommen wären in den Tanzsaal. Das passiert, wenn man sie öffnen will. Die Tür ist abgesperrt, ich brauche einen Schlüssel. Ja, nichts Spektakuläres, aber hier habt ihr den Beweis, da kommt man nicht rein, wenn man Bernards Route nimmt. Ich bemerke gerade, der Schlüssel, der hier in der Kabine rumliegt, den hat gar nicht der Gegner fallen lassen, wie ich im letzten Part dachte. Ups. Ja, diesen Hebel hier kann ich allerdings immer noch nicht ziehen, was auch immer es mit dem auf sich hat. Und da wären wir auch wieder aus dem Serpent Rouge draußen. Dieses Mal über die Bernard-Route, nicht Pierrat. Was auch immer das werden sollte, eine Mischung aus Pierre und Bernard. Diese Türe hier kann man wahrscheinlich immer noch nicht verwenden. Okay. Ja, dann werden wir mal eben die Kiste an Bernard geben. Ich hatte euch ja gefragt ursprünglich, soll ich die Bernard-Route noch weiter verfolgen oder einfach nur die PR-Route nehmen? Ich habe keine direkte Antwort darauf bekommen, deswegen ich mal davon ausgehe, euch ist es relativ gleich, was ich da jetzt tue. Die Sache ist nämlich, warum ich mich jetzt trotzdem für die Bernard-Route entschieden habe. Ich habe gesagt, wegen einem Power-Up mehr, aber das stimmt so nicht ganz. Denn, was ich noch nicht erwähnt habe tatsächlich, ist, diese Power-Ups sind nicht immer verpflichtend, so wie ich das in Part 3 angenommen hatte. Es gibt welche, die sind optional. Das bei Bernard war wahrscheinlich als optional gedacht zumindest. Ob es letztendlich auch so umgesetzt wurde, weiß man bei Angel of Darkness nie so genau. Der Punkt mit den Upgrades ist aber auch, dass sie nicht alle gleich sind. Sie sagt ja auch nicht immer, ich bin jetzt stärker, sondern manchmal, ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Und manchmal sagt sie irgendwie, weiß gar nicht,
halt was anderes. Meine Beine fühlen sich jetzt stärker an und ich habe mehr Kraft in den Beinen, hat sie, glaube ich, mal gesagt. Das liegt daran, dass man mit diesen Upgrades immer ein Körperteil von ihr verbessert. Mal ist es einfach nur der Oberkörper, mal sind es die Arme, mal sind es die Beine. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Möglichkeiten gibt, das fällt mir spontan ein, auf jeden Fall. Gut. Bevor wir ihn ansprechen, eine Sache noch. Wir haben 800 Euro jetzt. Das ist auf dem Papier erstmal weniger. Aber eventuell auch nicht. Denn Geld definiert sich nicht nur durch das Geld, das man... Oder Kapital definiert sich nicht nur durch das, was man im Geldbeutel hat. Aber das werden wir in wahrscheinlich einem Part oder so sehen. Ich weiß ja nicht, wie die Parts fallen genau. So, jetzt sprechen wir erstmal ihn an. Haben Sie sie? Hier ist sie. Keine Probleme? Nichts, was mich beunruhigt hätte, nein. Also, wie lautet das Passwort? Erst die Kiste, sie gehört mir. Keine Chance, alter Mann. Erst das Passwort. Okay, okay. Plui Noir. Sagen Sie das Bouchards Türsteher. Und damit komme ich zu Bouchard? Ohne Probleme? Das habe ich nie behauptet, aber das Passwort funktioniert. Das sollte es. Wo finde ich diesen Türsteher? Neben der alten Kirche in der Rue Dominique. Die Kirche ist neuerdings eine Sporthalle. Okay, alles klar. Aber wenn irgendwas schief geht, Bernard, ich weiß, wo ich sie finde. Ja, Plui Noir. Wir haben Einträge im Notizbuch, da steht jetzt wahrscheinlich das Passwort drin. Nein? Echt nicht? Ja, wir müssen zu dem neuen Türsteher und da das Passwort ausprobieren. Das ist der, dem wir auch 800 Euro geben können, natürlich. Die Sache, die ich mich jetzt so gerade frage, ist, was ist denn das Passwort überhaupt? Also, was bedeutet denn das auf Deutsch? Noir ist wahrscheinlich die Nacht. Plui Noir, viele Nacht. Aber ich glaube nicht, dass Plui und Plural zusammenhängen. Ich blende hier mal eben ein, was es bedeutet. Das sollte ich übersetzen können. So, und dann sagen wir ihm mal das Passwort. Hi, ich will zu Bouchard. Keine Chance. Das werden Sie nicht tun. Ach übrigens, ich habe hier etwas. Kommt drauf an. Nein, nur zwei Worte. Plui Noir. Warum sagen Sie das nicht gleich? Joa, und jetzt bekommen wir wieder die gleiche Cutscene. Werden auch im gleichen Ort landen. Ist halt nur ein anderes Gespräch davor und so kommt man dann auch auf den Friedhof. Eine Sache würde ich jetzt dann aber noch gerne ausprobieren. Was ist, wenn man jetzt direkt zu ihm geht? Also, ich nehme an, man kann dann auch einfach 800 Euro zahlen. Das habe ich auch vorhin behauptet. Aber ich weiß es nicht. Das probiere ich jetzt noch aus. So, da stehe ich bei ihm. Sprechen wir ihn mal an. Hi, ich will zu Bouchard. Keine Chance. Ich bezahle auch Eintritt. Tja, das reicht leider nicht, Lady. Für 800 Euro lasse ich Sie rein. So viel habe ich nicht. Das sehe ich. Warte, was? Ich habe genau 800 Euro. Wow, da hat jemand wahrscheinlich ein kleiner und ein kleiner gleich verwechselt. Oder ein größer und ein größer gleich. Bisschen schlampig programmiert, Chor. Ja, wir könnten jetzt natürlich ein paar Sachen tun, um noch mehr Geld zu bekommen. Machen wir aber nicht. Wir könnten also auch einfach so rein, hätten wir 801 Euro scheinbar. Gut, dann gebe ich jetzt die Kiste noch Bernard, damit die uns nicht das Inventar zumüllt. Denn ja, man braucht sie nicht, um überhaupt weiterzukommen. Dementsprechend muss man sie auch niemandem geben eigentlich, aber wir tun es trotzdem.